Ja, dann heißt ihr euch herzlich willkommen zum Thema, wie ökologisch waren Marx und Engels. Wir haben heute als Gastredner Herrn Elmar Altvater, der euch ja wahrscheinlich auch die meisten von euch bekannt ist, emeritierter Professor für Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Er hat auch regelmäßig für das Magazin Marx 21 geschrieben. Es ist jetzt auch als Buch rausgekommen oder vor einem Jahr schon. Vor einem Jahr schon, wie er gerade eben gesagt hatte, VSA Verlag. Das heißt Marx neu entdecken. Und ja, wir wollten das jetzt so machen, dass wir erstmal den Input sozusagen hören, eine halbe, dreiviertel Stunde, dann gibt es eine kurze Murmelrunde und dann natürlich die Diskussion. Gut. Ja, erstmal einen schönen guten Morgen oder guten Nachmittag, je nachdem. Aber das Mittagessen, das soll ja eigentlich erst um 13:30 oder so sein, also nochmal einen schönen guten Morgen. Es geht also um die Frage, wie ökologisch waren Marx und Engels. Was können wir von Marx und Engels lernen, wenn wir uns mit Umweltfragen heute beschäftigen? So kann man die Frage ja auch umkehren. Und dazu ist es dann vielleicht ganz sinnvoll, sich ein paar Gedanken darüber zu machen, was sind die Unterschiede zwischen dem 19. und dem 21. Jahrhundert, also zwischen der Zeit, in der Marx und Engels ihre Werke verfasst haben, die wir heute als blaue Bände kennen, blau in der MEW-Ausgabe, Marx-Engels Werke, und auch blau in der Mega-Ausgabe, in der Gesamtausgabe der Werke beider Autoren. Und wenn wir diese Unterschiede festhalten, ergeben sich vielleicht ja auch einige andere Fragen, als sie Marx und Engels bewegten, oder aber zumindest andere Akzente auf die Fragen, die die beiden in ihren Werken behandelt haben. Was ist der Unterschied? Der Unterschied besteht darin, dass zwischen der Zeit von Marx und Engels und unserer Zeit anderthalb Jahrhunderte verflossen sind. Das ist der einzige Unterschied. Anderthalb Jahrhunderte, in der irreversibles, also nicht mehr rückgängig zu machendes Geschehen ist, mit den menschlichen Gesellschaften, aber auch mit der Natur unseres Planeten Erde. Und diese Unterschiede müssen wir uns natürlich vergegenwärtigen, um zu begreifen, was heute dann eben auch für unser Handeln, das die Zukunft gestalten soll, neu zu bedenken ist. Was ist der Unterschied zwischen dem 19. und dem 21. Jahrhundert? Es ist in der Zwischenzeit sehr viel Natur verbraucht worden. So viel, dass wir an bestimmten planetarischen Grenzen angelangt sind, die für Marx und Engels noch gar keine Rolle spielten. Der Begriff der Planetary Boundaries war nicht bekannt. Aber dieser Begriff ist heute eine Standardformulierung in den Geowissenschaften zumindest. Und sie ist inzwischen auch bei den etwas fortschrittlicheren Vertretern der Sozialwissenschaften angekommen. Also bei denjenigen, die nicht nur die Ökonomie als einen wunderbar funktionierenden Mechanismus, wenn man ihn nur richtig freisetzt, betrachten, oder bei denjenigen, die die Gesellschaft nur als etwas der Kommunikation und den Diskursen zwischen den Menschen Geläufiges und davon Konstruiertes betrachten. Diejenigen, die also sehen, dass menschliches Handeln, menschliches Leben, menschliches Arbeiten, menschliches Kommunizieren, menschliches Bewegen in der Natur stattfindet und dass dabei unbedingt auch Natur verbraucht wird und mit dem Verbrauch auch verändert wird. Diejenigen, die das gesehen haben oder die so an die Dinge herangehen, auch an ihre Fragestellungen, die wissen, dass diese Veränderungen vom 19. zum 21. Jahrhundert eben doch beträchtlich sind. Also, wir sind an planetarischen Grenzen angelangt, die für Marx und Engels noch gar nicht bekannt waren. Das hat gewaltige Konsequenzen.
Das hat zum einen die Konsequenzen, wenn wir mal eine Studie uns vornehmen von Rockström und über 20 anderen Geowissenschaftlern zumeist und Klimawissenschaftlern zumeist, dann sagen sie, wenn wir das berechnen, diese planetarischen Grenzen, dann können wir feststellen, es gibt eine Grenze der Belastbarkeit der Erdatmosphäre mit CO2. Das wissen wir alle, Treibhauseffekt als Stichwort. Es gibt eine Belastung der Möglichkeiten, das Wasser zu nutzen und bei der Nutzung zu verschmutzen. Wir haben Belastungsgrenzen, was die Evolution des Lebens anbelangt. Wenn die Artenvielfalt bis zu einem bestimmten Grade reduziert wird, dann bricht eventuell der Evolutionsprozess zusammen und dann ist es mit dem fröhlichen Leben hier auf Erden nicht mehr so fröhlich. Und einige andere Grenzen. Insgesamt haben sie 9 zusammengestellt und die Schlussfolgerung gezogen. Wenn wir das betrachten, diese planetarischen Grenzen für ein einigermaßen auskömmliches Leben auf Erden, dann sind 3 inzwischen bereits überschritten. Und bei 3 bis 4 anderen sind wir dabei, sie zu überschreiten. Und bei den restlichen wissen wir es nicht so genau. Da müssen wir noch weiter forschen und messen, ob das überschritten ist oder ob es oder wann es überschritten wird und so weiter. Aber wir sind in einem Zustand, wo zumindest die Alarmfarbe gelb angebracht ist. Und das war zu Marx und Engels Zeiten keineswegs der Fall. Infolgedessen muss man die Schlussfolgerung ziehen, dass Marx und Engels in ihren Schriften außerordentlich weitsichtig waren, denn sie haben tatsächlich die ökologische Frage schon angesprochen. Es wird immer gesagt von ökologischen Kritikern auch, die meistens Marx und Engels überhaupt nicht gelesen haben, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben, es sind wenige, die sich damit wirklich ernsthaft auseinandergesetzt haben, dass die beiden wie auch die kommunistische Bewegung nach ihnen, die sozialistischen Parteien und so weiter, so einem Optimismus der Produktivkraftentwicklung gefrönt hätten. Und von der Entwicklung der Produktivkräfte auch so die neue Gesellschaft, die neue Freiheit, den Sozialismus erwarteten. Das Ende des Kapitalismus, weil nämlich diese Produktivkräfte die Produktionsverhältnisse, die zu eng werden, für die Entwicklung der Produktivkräfte sprengen. Ja, das kann man aus dem einen oder anderen Text von Marx und Engels so herauslesen. Aber man darf dann nicht vergessen, dass auch andere Texte von Marx und Engels sich befinden, wo sie etwas ganz anderes sagen. Zum Beispiel in Bezug auf die Landwirtschaft, die berühmte Stelle im 13. Kapitel des ersten Bandes des Kapital von Marx, wo er sagt, dass der Fortschritt der Landwirtschaft und der Fortschritt auch der Industrie, das steht nämlich in dem Kapitel über die große Industrie, dass der Fortschritt dieser Entwicklung immer auch darin bestand, dass etwas kaputt gemacht worden ist. Und zwar der Arbeiter, der Mensch und daher die Notwendigkeit des Klassenkampfes und die Notwendigkeit, den Menschen zu schützen. Das ist ja dann auch mit dem Sozialstaat dann auch irgendwie geschehen. Der Mensch wird kaputt gemacht, aber auch die Natur wird zerstört. Und da ist schon angesprochen, dass es mit der Entwicklung der Produktivkräfte eben nur eine Seite der Entwicklung des Kapitalismus ist und die andere ist eben diese zerstörerische Dimension, sowohl für die Menschen als auch für die Natur und daher für das gesellschaftliche Naturverhältnis. Da findet man sehr viele Stellen von Marx und Engels dieser Art. Sie haben also begriffen, dass hier in der kapitalistischen Entwicklung ein Widerspruch angelegt ist, wo wir heute sagen müssen, es wäre fahrlässig, wenn von einer linken Partei oder linken Bewegung oder linken Leuten, wenn da noch die These käme, dass es nur auf die Entwicklung der Produktivkräfte ankäme, ohne dass man da das sieht, was bei Marx und Engels immer gesehen wurde, die zerstörerische Dimension dieser kapitalistischen Entwicklung. Und wenn ich von den Planetary Boundaries, diesen planetarischen Grenzen rede, dann könnte ich auch auf den ökologischen Fußabdruck hinweisen. Auch das findet man sehr leicht im Internet, die Daten darüber, was verbrauchen wir eigentlich an Natur.
Und der ökologische Fußabdruck besagt, wenn man das berechnet, dass wir eigentlich dabei sind, anderthalb oder gar zwei Planeten zu vernutzen mit unserem Lebensstil, mit unserem imperialen Lebensstil, wie er auch genannt wird, weil wir nämlich hier ganz expansiv den Planeten vernutzen, als ob nur wir ihn hätten und nicht auch künftige Generationen mit diesem Planeten auskommen müssten. Das sind also Fragen, an die sich dann natürlich auch ethische Überlegungen anknüpfen, die auch für linke Parteien und Bewegungen von allergrößter Bedeutung sind. Berücksichtigen, dass wir nicht allein, auch zeitlich nicht allein, solitär sozusagen auf der Erde leben, sondern in einem Generationenstrom auf der Erde leben und daher Verantwortung tragen, nicht nur für uns, die wir gerade zufällig das Gastrecht auf der Erde wahrnehmen, wie es Immanuel Kant genannt hatte, sondern auch die anderen das gleiche Gastrecht beanspruchen können und wir den Planeten so hinterlassen müssen, dass sie das Gastrecht auch in Anspruch nehmen können. Das hat im Übrigen auch Marx gesagt, nicht, dass eben die Menschheit die Verantwortung besitzt, die lebende Generation jeweils die Verantwortung besitzt, den Planeten in einem besseren Zustand zu hinterlassen, als sie ihn vorgefunden hat. In einem besseren und nicht in einem schlechteren. Und was wir heute tun, ist genau das Gegenteil. Wir hinterlassen es in einem schlechteren Zustand. Also wenn man den Unterschied zwischen 19. und 21. Jahrhundert festhalten soll, dann ist er also prinzipiell nicht existent, denn die Probleme sind die gleichen. Das ist kapitalistische Entwicklung von einer atemberaubenden Beschleunigung und Expansion geleitet, die also inzwischen, und das ist der Unterschied, den ganzen Planeten erfasst hat. Nur als eher Fußnote, weil darauf einzugehen die Zeit überhaupt nicht zulässt hier. Deshalb, weil jetzt anderthalb Jahrhunderte oder zwei Jahrhunderte seit der industriellen Revolution im ausgehenden 18. Jahrhundert vergangen sind, haben wir sehr viel Natur verbraucht, haben wir einen außerordentlich großen ökologischen Fußabdruck schon hinterlassen. Und das bedeutet, dass wir den Planeten Erde grundlegend verändert haben. So sehr verändert haben, dass also Geowissenschaftler schon von einem neuen Erdzeitalter sprechen, das mit der großen, der Great Acceleration wird das genannt, der großen Beschleunigung mit der industriellen Revolution eingetreten ist, das Anthropozän. Nicht das Erdzeitalter des Menschen, nicht mehr das Holozän, die Warmzeit, in der alle Zivilisationen seit 11.000, 12.000 Jahren entstanden sind, nach der letzten großen Eiszeit, sondern nun leben wir im Anthropozän, weil man bereits in der Erdschichtung nachweisen kann, das haben Geologen getan, dass der Mensch den größten Einfluss auf die Geschichte der Erde inzwischen genommen hat. Es ist also nicht mehr Erdgeschichte, sondern Menschengeschichte, die auch Erdgeschichte macht. Und das hat zur Folge auch für unser Herangehen an diese Dinge, dass wir als Sozialwissenschaftler, als politisch aktive und interessierte Menschen immer auch diese erdgeschichtliche Dimension einbeziehen müssen, weil wir nämlich Erdgeschichte machen mit allem, was wir tun, mit unserem wirtschaftlichen Handeln, aber auch mit unseren politischen Entscheidungen. Wenn wir die Finanzmärkte regulieren oder nicht regulieren, machen wir auch Erdgeschichte. Mit anderen Worten, das ist für diejenigen, die studieren, nicht ganz unwichtig. Wir müssen also auch, was unsere wissenschaftliche Arbeit anbelangt, viel mehr die Disziplinen überschreiten und die Naturwissenschaften in unsere sozialwissenschaftlichen Debatten einbeziehen, wie umgekehrt die Naturwissenschaftler auch gar nicht mehr ihre Erdgeschichte, wenn sie Geologen sind, begreifen können, wenn sie nicht auch Sozialgeschichte betrachten. Denn die Menschen machen sie und die Menschen machen sie nicht als Individuum, du und ich, sondern die Menschen machen sie als gesellschaftliche Wesen in gesellschaftlicher Formation, in Gesellschaftsformation. Und das ist nun mal, in der wir leben, die kapitalistische. Also muss man sich mit dem Kapitalismus auseinandersetzen und man muss sich kritisch damit auseinandersetzen, um zu begreifen, was da eigentlich passiert. Also das ist sozusagen von den Unterschieden des 19. und 21. Jahrhunderts her betrachtet, wie wir an die Dinge heute herangehen müssen, wie Marx und Engels nicht herangehen konnten, weil sie bestimmte Probleme noch gar nicht auf dem Tablett hatten, aber heute haben wir dies. Und dann stellt sich die nächste Frage.
Wie können wir mit Marx und Engels diese Natur- und Gesellschaftsgeschichte eigentlich begreifen? Bieten Sie uns dafür Rüstzeug? Sind Sie wissenschaftlich für die Analyse, für die Erkenntnis relevant? Und bieten Sie uns auch etwas für unsere politischen Entscheidungen, wie wir denn weitergehen wollen in dieser Entwicklung? Und da würde ich mit einem ganz heftigen Ja antworten und dahinter 3 oder 4 Ausrufezeichen machen. Wir können mit Marx und Engels sehr viel anfangen. Wir müssen mit ihnen sogar sehr viel anfangen, weil andere wissenschaftliche Ansätze etwas nicht liefern, was bei Marx und Engels sozusagen zum Kernbestand gehört. Das ist der Doppelcharakter allen Wirtschaftens. Und die Kategorien um den Doppelcharakter allen Wirtschaftens, aller gesellschaftlichen Praxis der Menschen zu begreifen. Wenn wir nur in die uns am meisten verhasste Theorieansätze hineinschauen, den Neoliberalismus, dann finden wir ganz eindeutig, erstens in diesem Neoliberalismus findet eigentlich eine Praxis nur Beachtung, die völlig raum- und zeitlos, die völlig losgelöst auch von den gesellschaftlichen Verhältnissen stattfindet, die nur einem Rationalitätskalkül des berühmt gewordenen Homo economicus folgt. Einem Rationalkonstrukt, das da seinen Nutzen und dann also auch als unternehmerisches Individuum seinen Gewinn maximiert. Da findet überhaupt keine Beachtung, dass bei diesen rational begründeten Entscheidungen auch Natur verbraucht wird und verändert wird. Und mit dem Verbrauch der Natur und deren Veränderung verändert sich natürlich auch der Mensch, das Individuum, wie auch die Gesellschaft, in der diese Individuen als gesellschaftliche Wesen agieren und operieren. Das findet im Neoliberalismus keine Beachtung. Auch im Keynesianismus finden wir da relativ wenig, der zwar große Vorzüge gegenüber diesen neoliberalen Ansätzen besitzt, aber auch nicht begreift, dass da also Natur eine Rolle spielt, wenn wir wirtschaftlich handeln, wenn wir wirtschaftspolitische Empfehlungen geben, wenn wir sagen, mehr Nachfrage bitte, höhere Löhne, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, dann wird auch nicht berücksichtigt, was dies so ökologisch, also für die Natur des Menschen und für die Natur um den Menschen herum eigentlich bedeutet. Auf der anderen Seite gibt es ökonomische Ansätze, die nicht sehr wohl gelitten sind in der Disziplin, die so thermodynamisch an die Dinge herangehen, die also mit physikalischen Kategorien arbeiten, die die Gebrauchswertdimension betrachten, die wissen, dass Wirtschaften immer auch Transformation von Stoffen und Energie bedeutet. Ohne Energie funktioniert eine Wirtschaft nicht und ohne Rohstoffe und so weiter funktioniert sie auch nicht. Und diese Stoffe und Energien werden im Wirtschaftsprozess transformiert und sie werden irreversibel transformiert. Das heißt, das einmal vernutzte Fass Öl kann man nicht ein zweites Mal benutzen. Das ist nicht weg. Es ist nämlich da, leider Gottes, als CO2 in der Atmosphäre, nämlich nachdem es verbrannt worden ist. Es macht uns also Ärger. Es ist also nicht weg, aber es ist irreversibel als Nutzenergie verbraucht und kann eigentlich ein zweites Mal als Energie verbraucht werden. Und weil das alles irreversibel ist, deswegen müssen wir auch die Ökonomie in der Zeit betrachten, weil Irreversibilität bedeutet, dass wir es mit einem gerichteten Zeitpfeil zu tun haben, auf dem wir sozusagen aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft reiten. Das kann man mit der thermodynamischen Ökonomie sehr wohl begreifen. Etwas, was also weder die Neoklassik, der Neoliberalismus noch der Keynesianismus richtig verstehen können. Im Keynesianismus ist es ein Verständnis vom Unterschied zwischen Gegenwart und Zukunft gegeben. Auch von die Vergangenheit spielt eine gewisse Rolle, aber eigentlich nur bezogen auf die Kreditvergabe. Bei der Kreditvergabe, die ja außerordentlich wichtig ist, um Wirtschaftspolitik zu betreiben und daher der Zins auch eine wichtige wirtschaftspolitische Steuerungsgröße darstellt. Dabei spielen die Sicherheiten für den Kredit
eine wesentliche Rolle. Aber diese Sicherheiten sind das Produkt dessen, was wir in der Vergangenheit getan haben. Das Haus, das als Sicherheit für einen Hypothekenkredit dient, ist in der Vergangenheit gebaut worden. Sonst wäre es keine Sicherheit. Und das gilt für andere Sicherheiten auch. In der Gegenwart werden Entscheidungen getroffen, rational, Profiterwägungen, Nutzenerwägungen spielen da eine Rolle und so weiter. Und dann muss man von der Gegenwart bis in die Zukunft über die Laufzeit der Kredite auch Zinsen bezahlen. Dann kalkuliert man, können wir, wie hoch sind die Zinsen von heute bis zum abgezahlten Kredit in 5 Jahren oder was auch immer. Und sind in dieser Zeitspanne von der Gegenwart in die Zukunft auch entsprechende Erträge zu erwarten, sodass sich die Zinsen aus den Erträgen, die mit der Investition erzeugt werden, begleichen kann. Die Zeit spielt also in der keynesianischen Theorie eine Rolle, in der Weise, wie ich es dargestellt habe, nicht aber als eine Dimension, in der sich alles verändert, material und energetisch, wegen der materialen und energetischen Transformationsprozesse, wie sie in der thermodynamischen Ökonomie betrachtet werden. Das sind die Ansätze, die sozusagen zur Verfügung stehen, auch akademisch zur Verfügung stehen, wobei der Neoliberalismus gegenwärtig dominant ist, zumindest an den deutschen Universitäten, in der Ökonomie, aber auch in anderen Sozialwissenschaften und die anderen theoretischen Ansätze eher marginal sind. Die keynesianistische vielleicht noch ein bisschen am ehesten verbreitet, aber die thermodynamische Ökonomie, ich weiß nicht, wer hier Ökonomie studiert von euch oder studiert hat, spielt eigentlich gar keine Rolle im akademischen Leben. Und der marxische Ansatz spielt auch keine Rolle im akademischen Leben. Dabei ist der marxische Ansatz etwas, was also über alles das, was ich jetzt dargestellt habe, weit hinausgeht. Denn der marxische Ansatz wegen des Doppelcharakters, von dem Marx sagt, nicht am ersten Kapitel des ersten Mannes, das ist der Springpunkt der politischen Ökonomie. Und er klopft sich dann auch stolz, vielleicht auch ein bisschen selbstgefällig auf die Schulter und sagt, ich habe das entdeckt. Was auch irgendwie stimmt, zwar gab es auch einen italienischen Ökonomen vor Marx, den er auch zitiert, Verri, der auch schon mit diesem Doppelcharakter operiert hat, aber er hat das nicht systematisch gemacht, nicht so systematisch, wie das Marx gemacht hat. Und der Doppelcharakter besagt, dass jede Arbeit immer, wenn sie warenproduzierende Arbeit ist, zweier Dinge produziert. Einmal ein Gebrauchswert und dann ein Tauschwert. Ein Gebrauchswert, das ist die Stoff- und Energietransformation, um ein nützliches Produkt überhaupt herzustellen, mit dem menschliche Bedürfnisse befriedigt werden können. Dafür machen wir das. Diese menschlichen Bedürfnisse sind uns aber schnurzpiep egal, denn wir wollen ja hier Tauschwerte produzieren und auch umsetzen und damit Geld verdienen. Geld kann ich aber nicht mit irgendwelchen Bedürfnissen befriedigen, die ein Mensch hat, wenn er kein Geld hat. Er muss Geld haben, das heißt, das Bedürfnis muss auch gesellschaftlichen Bedarf darstellen, muss gesellschaftliche Nachfrage dann darstellen. Und dann kann ich diesen Gebrauchswert als Ware und als Tauschwert dann an den Mann oder an die Frau bringen. Und das, was da produziert worden ist, das mich eigentlich gar nicht interessiert, in dieser Stoff- und Energietransformation, mich interessieren nicht die Schuhe, die da herauskommen oder das Automobil, sondern mich interessiert dann das Geld, das ich bekommen kann, wenn ich dieses, weil es Bedarf dafür gibt und den Bedarf gibt es, weil es auch ein Bedürfnis gibt und wenn es das Bedürfnis nicht gibt, dann wecke ich das Bedürfnis mit meiner Werbung, nicht wahr? Damit es sich in Bedarf und Nachfrage umsetzen kann, denn ich will das Geld haben. Ich will das Geld haben, weil ich Kapitalist bin und weil ich das Ganze als kapitalistischen Transformationsprozess von Energie und Stoff betreibe. Das ist also ganz wesentlich, dass man mit der marxischen Theorie diesen Doppelcharakter hat und darauf das entfalten kann. Und Marx macht dies ja auch in den 3 Bänden des Kapital und kommt immer wieder auch darauf zurück, dass ich also, wenn ich den kapitalistischen Produktionsprozess betrachte, also einerseits oder einerseits, andererseits ist es gar nicht zugleich, den Verwertungsprozess sehe, wie sich etwas in Kapital umsetzt und als Kapital zirkuliert
und wie gleichzeitig dieses im Arbeitsprozess stofflich, energetisch umsetzt nach einem intelligenten Plan, für den ich natürlich Techniker und Ingenieure, Designer und so weiter benötige. Dieser Doppelcharakter ist also das, was uns interessiert. Und es interessiert uns deshalb, weil hier auch Widersprüche zum Tragen kommen, die ökologisch von ungeheurer Relevanz sind. Und nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch. Zum Beispiel der Widerspruch zwischen auf der einen Seite Irreversibilität aller stofflich-energetischen Transformationsprozesse, darauf habe ich schon hingewiesen. Nicht das Spiegelei, das wir gebraten haben, können wir nicht wieder in ein Ei verwandeln und der Henne unter den Hintern legen, damit sie dann Küken ausbrät. Das geht nicht. Oder wie es ein polnisches Sprichwort sagt, nicht, dass man kann zwar aus einem Aquarium Fischsuppe machen, aber aus Fischsuppe kann man kein Aquarium machen. Alle Prozesse sind zielgerichtet und man kann sie nicht umdrehen. Sie sind irreversibel in der Natur. Alle Prozesse sind so. Man kann sie allenfalls umkehren, manche, indem man Energie aufwendet, viel Energie aufwendet. Natürlich kann man den Abrieb von Autoreifen, das Beispiel stammt von Nicolas Georgescu Rögen, einem der wenigen Ökonomen, die sich mit diesen thermodynamischen Fragen überhaupt beschäftigt haben. Man kann den Abrieb der Autoreifen natürlich aufsammeln an der Straße und dann wieder zu neuen Reifen mit gehörigem Energieaufwand produzieren. Aber man braucht unendlich viel Zeit und unendlich viel Energie dazu, um solche Prozesse umzudrehen. Okay, um solche Prozesse umzudrehen. Das ist also das große Problem, wenn man die stofflich-energetische Seite, die Gebrauchswertseite betrachtet. Aber Doppelcharakter, es gibt die Tauschwertseite und da sind alle Prozesse reversibel. Nicht irreversibel, reversibel. Kapital muss zu sich selbst zurückkehren. Und im Englischen heißt dann der Profit schlicht und ergreifend Returns to Capital. Das, was zum Kapital zurückkehrt, ist relevant. Also die Reversibilität ist das Kriterium für die Rationalität ökonomischer Prozesse. Aber diese Rationalität kann ich nur einlösen, indem ich auch etwas Irreversibles tue. Denn wie will ich Profit machen, wenn ich was verkaufe, wenn ich nicht gleichzeitig auch Gebrauchswerte produziere und damit also Stoff und Energie verbrauche? Also ich muss um Reversibilität im kapitalistischen Sinne zu erreichen, auch etwas Irreversibles tun. Und das ist das Problem, mit dem sich heute natürlich Ökologen herumschlagen, aber meistens sich nicht darüber klar sind, womit sie sich eigentlich herumschlagen, weil die meisten aber über diese Doppelcharakterstruktur aller ökonomischen Prozesse und des menschlichen Handels wenig Gedanken machen. Sie schlagen sich deshalb damit herum, weil sie meinen, sie könnten also ökonomische Prozesse zum Beispiel ökologisch gestalten. Ja, dann muss man aber etwas mehr machen als nur die ökonomischen Prozesse ökologisch gestalten. Da müssen wir mal herangehen an diese Frage der Zyklizität und der Reversibilität von Kapital. Wir müssen also an den Kapitalkreislauf heran. Wir müssen also die Systemfrage stellen. Das würde also bedeuten, wenn wir so da herangehen, die Sache mit dem grünen Kapitalismus, der ja bei den Grünen also sehr beliebt ist, aber meistens sagen sie gar nicht grüner Kapitalismus, sondern grüne Wirtschaft dazu oder grüne Investitionen. Das ist nicht so einfach. Das wird so nicht funktionieren. Wir müssen die Systemfrage stellen, wenn wir also theoretisch radikal an die Frage herangehen, wenn wir mit Marx und Engels also da herangehen. Das ist auch entscheidend für das Verständnis von Zeit und Raum in der ökonomischen wie auch in der ökologischen Debatte. Und auch hier können uns Marx und Engels einiges lehren. Denn erstens, ökonomische Prozesse sind immer gerichtete Prozesse, wegen der Irreversibilität, auf die ich schon hingewiesen habe. Und diese Irreversibilität bedeutet,
hat einige Konsequenzen auch für das Verständnis von ökonomischen, gesellschaftlichen und auch ökologischen Krisentendenzen. Denn wenn die Prozesse gerichtet sind, wenn in der Entwicklung der Ökonomie etwas Irreversibles geschieht, dann hat das heutige Handeln für uns kumulative Wirkungen in der Umwelt. Und das ist ein großes Problem. In der ökonomischen Theorie und auch in der Debatte um ökonomische Krisen und wie man sie bekämpft, wird immer davon ausgegangen, Krisen sind so gewissermaßen zyklisch. Die simpelste Vorstellung davon ist diejenige, dass die zyklische Krise sich durch sich selbst überwinden kann. Die zyklische Krise, das hat auch Marx so geschrieben an manchen Stellen, ist wie ein Jungbrunnen für das kapitalistische System. Denn da werden die Bedingungen für einen neuen Zyklus der Kapitalverwertung gesetzt. Da werden die Löhne gedrückt, können wir heute ja alles wieder erleben, ist ja nicht falsch. Werden die Löhne gedrückt, werden die Arbeitszeiten verlängert, werden die Arbeitsbedingungen verschlechtert, prekäre Arbeit und dergleichen mehr, wird Druck auf die Reservearmee ausgeübt, können die Gewerkschaften nicht so handeln, wie sie das in besseren Zeiten tun. Also die Krise sorgt schon dafür, dass die Löhne als Kostenfaktoren gedrückt werden und daher in der Verteilung für die Profitbezieher mehr herausspringt. Und wenn dann gleichzeitig noch sozusagen der Kapitalvorschuss gesenkt werden können, die Kosten der Investitionen verringert werden, dadurch, dass also das überflüssige Kapital abgeschrieben werden kann, dann ist es umso günstiger. Also die Krise sorgt dafür, dass sie überwunden werden kann. Das kann man bei Marx so finden, auch wenn er immer hinzufügt, anders als die meisten Ökonomen heutzutage, nicht, dass dies also auch immer in Klassenkämpfen dann stattfindet. Die Löhne werden nicht einfach so gedrückt als Automatismus, so als politischer Konjunkturzyklus, wie das auch die ganze Theorie dazu, sondern das ist eine Klassenauseinandersetzung, in die man auch eingreifen kann und eingreifen muss. Das ist also ganz klar. Die Krise ist eine zyklische. Aber die Krise ist auch eine kumulative Krise, weil nämlich das, was wir bei der Stoff- und Energietransformation getan haben, bleibende Wirkung hat. Das CO2, das wir heute in die Atmosphäre pumpen, bleibt in der Atmosphäre. Die Verweildauer von CO2 in der Atmosphäre ist etwa 120 Jahre. Und das, was wir morgen in die Atmosphäre pumpen, bleibt auch in der Atmosphäre. Und deswegen reichert sich die Atmosphäre beispielsweise mit CO2-Molekülen an. Und dann gibt es dann so Schwellenwerte, die können die Naturwissenschaftler, die Klimawissenschaftler, können uns das sagen, wie sie aussehen. Und dann sagen sie, ja, vorindustriell waren 280 Moleküle pro Million Luftmolekülen in der Atmosphäre. Das war wunderbar. Das war die Basis für das Entstehen aller Zivilisationen in den letzten 12.000 Jahren, diese Konzentration von CO2 in der Atmosphäre, 280. Heute sind wir bei 380 angelangt. Eigentlich dürften es höchstens 350 sein, um das System über lange Zeit stabil zu halten. Aber wir gehen auf 450 zu und der Internationale Klimarat sagt auch, 450, das ist so die oberste Grenze für das 21. Jahrhundert. Höher dürfen wir nicht gehen, sonst läuft uns der ganze Klimaprozess aus dem Ruder und was dann folgt, ist die Katastrophe. Wir wissen nicht, wie sie aussehen wird, aber wir wissen, es wird eine Katastrophe sein. So wie wir bislang unsere Zivilisation, unser menschliches Leben gestaltet haben, wird es dann nicht mehr weitergehen, wenn wir da nicht aufpassen. Und das hat damit zu tun, dass wir also die Krise auch doppelt erleben, als zyklische. Und da haben wir unsere Rezepte dafür, da haben wir auch unsere linken Vorstellungen dafür, wie man alternative Wirtschaftspolitik betreibt. Da braucht man nur in das Memorandum reinzugucken. Aber die Krise ist auch eine kumulative Krise. Und ich habe nur das Beispiel
der CO2-Anreicherung der Erdatmosphäre genannt. Man kann das auch in sehr vielen anderen Dimensionen von dem menschlichen gesellschaftlichen Naturverhältnis ebenfalls finden. Es ist eine kumulative Krise und da müssen wir ganz anders herangehen. Da können wir nicht mit zyklisch wirkenden alternativen Projekten kommen. Da müssen wir also anders herangehen. Da müssen wir auch die Frage radikaler stellen. Nicht, ist das im Kapitalismus überhaupt noch zu bewältigen? Müssen wir nicht auch Gesellschaftsveränderung in unsere Alternativüberlegungen mit einbeziehen und wie gehen wir da heran? Wir können ja nicht Modelle entwickeln und dann holen wir die aus dem Bücherschrank raus und sagen, ab heute gehen wir nach diesem Modell vor. Wir müssen ja immer, auch das ist eine Schlussfolgerung aus diesem Verhältnis von Reversibilität und Irreversibilität, wir können das ja nur machen, indem wir heute und hier, so wie wir es vorfinden, auch ansetzen und dann gesellschaftsverändernd wirken. Aber wir müssen das dann auch zielgerichtet mit einer Zukunftsvorstellung, vielleicht mit einer Utopie tun, die genau auch versucht, erstens diese zyklische Krise zu überwinden. Das ist ganz klar, das muss auch geschehen. Und zweitens aber auch diese kumulative Dimension der Krise auch versucht anzugreifen und daraus die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Vielleicht höre ich an dieser Stelle auf. Ich habe mir noch mehrere andere Punkte, die ich gern loswerden würde, aber ich sehe schon, die Zeit ist abgelaufen und außerdem haben wir sicherlich genug Stoff zur Debatte. Ich hoffe, dass ich für die strategischen Diskussionen hier auf dem Kongress einen kleinen Beitrag auch geleistet habe. Ja, vielen Dank erstmal an Altvater für diesen Beitrag, den auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel Diskussionsbedarf oder zumindest sehr viel neuen Input gegeben hat. Jetzt ist erstmal vorgesehen 2 Minuten Murmelrunde, ihr kennt das wahrscheinlich schon, also kurz mit dem Nachbar, der Nachbarin unterhalten bei Bedarf und ein bisschen Fragen vielleicht sammeln. Und dann haben wir ungefähr noch eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde für Diskussionen. Und dann nochmal ein Schlusswort von Ihnen. Jo. Dann würde ich euch bitten, nochmal leiser zu werden, dass wir dann die Diskussion gemeinsam starten können. Wir wollen das jetzt so machen, dass wir immer 3 Minuten Redezeit haben. Ich klopfe dann einmal so nach 2 Minuten, dass ihr wisst, dass ihr ungefähr bitte zum Ende kommt. Und die Erstredner kommen natürlich bevorzugt dran. Das heißt, wenn ihr euch nochmal melden wollt, kein Problem, aber dann müsst ihr auch damit rechnen, halt eben etwas später dran zu kommen. Ja, dann würde ich mir ja, könnt ihr schon mal anfangen sonst. Also wir haben uns jetzt zu dritt darauf geeinigt, dass es unheimlich komplex und unübersichtlich ist, hier irgendeine Zukunftsvision zu entwickeln, die in sich einigermaßen konsistent ist. Nur ein Teilaspekt mal. Sie haben die Überwindung des Systems, also die Systemfrage gestellt. Meine Frage wäre, oder meine Skepsis wäre dahingehend, mit der Überwindung des Systems, sprich der Gesellschaftung der Produktionsmittel, wird dann alles im Sinne der Reduzierung eines ökologischen Fußabdrucks alles besser. Wir hatten das Beispiel DDR, das nochmal dahingestellt sein, ob das jetzt Sozialismus war oder nicht, er hat sich so genannt. Im Endeffekt war es in der DDR ein grauenhaftes ökologisches Erbe zu betrachten. Wie können wir diese Gefahr oder wie können wir bewerkstelligen, dass die Überwindung des Systems, also sprich, dass die Produktionsmittel nicht mehr einigen wenigen gehören, dass daraus folgernd dann ein ökologisch bewusstes und ein zukunftsträchtiges Handeln entsteht? Mhm. Sammeln wir erstmal. Ja, würde ich gleich eingehen. Dann war hier. Genau, glaube ich. Ja. Also eine Frage zum Anthropozän, es ist noch nicht entschieden, dass der Mensch geologisch als genügend großer Faktor angesehen wird, dass man das Anthropozän.
aussuchen kann. Also es wird 2017 entschieden. Also ich wäre vorsichtig zu sagen, das andere System ist jetzt der große Wandel der geologischen Bedeutung der Welt oder so. Gleichzeitig kann man natürlich schon sagen, dass der menschliche Einfluss unabhängig vom, also dass der Anthropozän Begriff halt irgendwie dazu benutzt werden kann, um den menschlichen Einfluss auf die Erde, jetzige Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften und so weiter, nochmal relevanter zu machen. Also das kann man auch unabhängig davon betrachten, ob das jetzt wissenschaftlich so festgesetzt wird. Und die Frage ist, wenn Sie davon sprechen, dass es den Doppelcharakter der Produktion gibt, wo sehen Sie bei dem irreversiblen Gebrauch von Stoffen und Energien, wo sehen Sie da die erneuerbare Energien, weil das doch ein reversibler Faktor ist? Mhm. Ja. Dann daneben direkt. Das ist ein sehr schöner Vorschlag, Doppelcharakter. Wenn wir jetzt aber mal auf die konkrete Situation gehen, europäische Krise, dann haben wir auf der einen Seite einen Lösungsvorschlag, der auf der Tauschwertebene ist, und auch einen Analysevorschlag, der sagt, wir haben eine Realumsenkung in Deutschland erlebt und das ist ein Grund dafür, dass die südeuropäischen Länder ein Stück weit ökonomisch in die Krise gegangen sind. Jetzt müssen wir offensichtlich den Binnenmarkt in Deutschland steigern. Das ist jedenfalls die linke Antwort, die ich so vernehme von den meisten Kreisen. Von der stofflichen Seite her kann das ja aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nicht die Antwort sein. Von der stofflichen Seite kann es ja nur sein, dass es eigentlich im Prinzip gut ist, wenn es eine Reallohnsenkung gibt. Ich provoziere jetzt mal so ein bisschen. Aber es ist ja eigentlich von der stofflichen Seite die richtige Antwort darauf. Ich würde jetzt gerne wissen, was Sie darauf auf diesen Widerspruch antworten, und zwar konkret, was konkret ein linkes Projekt sein könnte, das diesen Widerspruch in irgendeiner Art und Weise beantwortet, und nicht zu sagen, wir haben die eine Seite und Sie die andere Seite. Hm. Ja, danke. Dann warst du. In der Thermodynamik, dieses Prinzip der Entropie, dass diese Prozesse nicht umkehrbar sind, ist schon wichtig auch zu betonen, dass das für einen geschlossenen Raum gilt. Und wir natürlich entsteht aus der Fischsuppe früher oder später wieder ein Fisch, also beziehungsweise nicht direkt aus der Suppe, aber es wird wieder in irgendeinem Teich landen, in irgendeinem Fluss, in irgendeinem, wo wieder Fische drin schwimmen werden. Und das ist nämlich der Grund, also die Natur oder beziehungsweise die Erde ist ja kein geschlossener Raum, der thermodynamisch dem Prinzip der Entropie einfach nur sozusagen immer unordentlicher wird, sondern wir haben einfach im Universum auch eine Sonne, die uns da genau fleißig Energie reinpumpt und so weiter. Ich glaube, zwischenzeitlich hatte ich kurz die Angst, können wir dann überhaupt was machen, wenn alles und irreversibel ist? Und ich sehe das eigentlich eher nicht so. Es gibt Regenerationsprozesse in der Natur. Das Problem ist eher, dass der Kapitalismus darauf überhaupt keine Rücksicht nimmt und diese Regenerationsprozesse viel schneller aufbraucht. Und das hat mal ein berühmter Philosoph, der Nachbar von mir ist und der eigentlich nichts mit Politik zu tun hat und eigentlich nur mal was Kleines sagen wollte. Ein Bekannter, der hat es dann mal so ausgedrückt mir gegenüber, ja, mein Kapitalismus ist halt die Verfügbarkeit billiger Rohstoffe. Und fand ich ganz witzig, weil er einfach diesen Punkt macht, dass im Kapitalismus genau die Regenerationszeiten der Natur, die eigentlich sie sozusagen vorgesehen hat, vor allem beim Erdöl, einfach komplett ignoriert werden. Und es wird einfach abgebaut und das kostet nichts. Und ich glaube, dass wir sozusagen weniger über diese, also ich glaube nicht, dass man sagen kann, es ist komplett irreversibel alles, sondern ich glaube eher, dass wir über die Regenerationszeiten sprechen müssen und die Frage, wo sind sozusagen die Grenzen von einer permanenten Veränderung. Ja, klar. Gut, dann waren Sie jetzt. Ja, ich würde da gleich mal anfangen. Ich würde zu zwei Sachen was sagen. Erstens Produktivkräfte. Definition von Marx im Kapital zu Produktivkräften, zählt die alle auf, der Arbeiter, die Arbeitsmittel und so weiter, und nichts, und am Schluss kommt, und nicht zuletzt die Naturkräfte. Also die Naturkräfte sind, die der Mensch anwendet, verbraucht und so weiter, sind
nach Marx Teil der Produktivkräfte. Das finde ich ganz wichtig. Und zum zweiten Punkt möchte ich sagen, reversibel, das hat er schon gesagt. Die Natur ist ja reversibel, nicht irreversibel. Wir haben einen Kreislauf um die Sonne, wir haben einen Kreislauf Tag und Nacht, Reversibilität. Wir schlafen zu Hause, wir regenerieren uns nachts über oder tagsüber, ist ja egal, je nach Bedarf. Und also die Natur ist reversibel. Und deswegen ist das auch die meisten Landwirtschaftsprozesse und so weiter, die sind ja alle mit der Natur reversibel. Das ist ja jeden Frühling, jeden Sommer, jeden Winter neu durch den Sonnenkreislauf gegeben. Also das wollte ich nur sagen, mit irreversibel die Theorie zweites Grundgesetz der Wärmelehre, das mit dem Wärmetod und so weiter, ist eindeutig falsch. Die Natur, das All, ist reversibel, nicht irreversibel. Völlig falsch. Stimmt nicht. Darf ich vielleicht, wäre das zu viel? Achso, quasi schon so viel. Zwischenantwort, sonst wäre das einfach zu viel. Dann muss man ein neues Referat halten. Also das war völlig falsch, was Sie gesagt haben. Entschuldigung, wenn ich das so brutal ausdrücke. Das ist nicht so gemeint. Wenn wir es kurz machen, ja, dann können Sie das ja am Ende noch. Also jetzt einfach. Achso, na gut, okay. Aber Sie können doch einfach jetzt eine kurze Antwort dazu geben, dass wir dann einen neuen Input sammeln. Na gut, dann sage ich jetzt nur zu dem was. Und am Schluss gehe ich dann auf die anderen Sachen noch kurz ein. Also es ist deshalb falsch, deswegen habe ich das brutal ausgedrückt, weil natürlich diese reversiblen, scheinbar reversiblen Kreisläufe in der Natur durch die Energiezufuhr der Sonne in Gang gehalten werden. Man kann natürlich alles, das habe ich auch gesagt, mit dem etwas verunglückten Beispiel des Abriebs von Autoreifen beim Fahren. Nicht? Man kann das natürlich mit sehr viel Energie und Zeitaufwand wieder alles einsammeln, was der Abrieb auf den Straßen war, und dann wieder neues Gummi draus machen. Aber das ist mit ungeheurem Energieaufwand verbunden. Und die Natur hat ihre Jahreszeiten wegen des Sonnenkreislaufs. Und der Kapitalismus ist ein System, das einzige und erste in der Menschheitsgeschichte und daher wahrscheinlich auch das letzte in der Menschheitsgeschichte, dass also das Energiesystem der Erde geschlossen hat. Die Energie wird aus dem Boden gebuddelt, die Kohle oder gepumpt, das Öl und so weiter, oder per Fracking und so weiter rausgeholt, nicht? Aber aus der Erde, aus den Bordmitteln unseres Planeten. Und das, was bei der Verbrennung übrig bleibt, das bleibt auch auf dem Planeten Erde, nämlich als CO2 und so weiter in der Erdatmosphäre und als Abfälle sonst wo in den Ozeanen oder weiß der Geier noch. Das bleibt auf der Erde. Wir haben damit da weiter umzugehen die nächsten Tausende von Jahren. Bei den Atomabfällen sind es Millionen Jahre, die wir damit umgehen müssen. Das heißt, diese Irreversibilität ist in einem fossilen Energiesystem unaufhebbar. Und deswegen, das hat auch jemand gesagt, deswegen brauchen wir wieder, wenn wir darüber hinausdenken, wenn wir sagen, wir müssen die Systemfrage stellen, wir müssen unbedingt zu der solaren Energie in irgendeiner Weise auf höherem technischem Niveau als vor der industriellen Revolution zurück. Die Naturkreisläufe, weil sie die Energie von außen holen, von der Sonne, sind scheinbar reversibel, aber nur deshalb, weil ich das, was als Entropie gesteigert worden ist, auch wieder durch Syntropie, so sagen das dann die Physiker, eben auch rückgängig machen kann. Nur deshalb ist das möglich. Nur durch Energiezufuhr ist das möglich. Und dem müssen wir einfach Rechnung tragen, auch in unserer Lebensweise. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Okay, dann. Ich wollte etwas sagen auf den ersten Antrag. Ja, aber Entschuldigung, ich hatte sie hier später drauf, dahinter. Ja. Genau, also ich wollte auch auf den Aspekt eingehen, den du ja angesprochen hattest, inwiefern denn in einem sozialistischen System oder in einem System, das auch dem Kapitalismus folgen könnte, das nicht den Zwängen unterworfen ist, die eben im Kapitalismus alles bestimmen, also eben die Kapitalakkumulation, die Produktion um der Produktion willen. Ich glaube, dass also dein Beispiel von der DDR, hast du ja auch selber schon gesagt, oder lässt sich drüber streiten, inwiefern das denn sozialistisch war. Ich würde sagen, eindeutig nicht. Und dass man das auch eben daran sieht,
wie produziert wurde und wie Ökologie beachtet wurde in der DDR. Also für mich wäre ein Sozialismus ein System, in dem eben demokratisch entschieden wird, auch über die Wirtschaft, auch über die Produktion. Und daher man eben die Möglichkeit hat, als Gesellschaft gemeinsam auf demokratischen Wege zu entscheiden, in welcher Form man produzieren will und was man produziert, also im bedürfnisgerecht produzieren kann. Und da es eben auch ein Bedürfnis der Menschen ist, in einer Umwelt zu leben, die irgendwie lebenswert ist und so weiter, könnte man demokratisch darüber entscheiden, wie man produziert, was man produziert und wie man mit der Umwelt dann letztendlich auch umgeht. Ich glaube, dass es kein Automatismus wäre, dass in einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft, in einer sozialistischen Gesellschaft, man umweltfreundlich produzieren könnte oder so. Man braucht natürlich auch die technischen Voraussetzungen und so weiter dazu. Aber ich glaube, dass nur dort wäre überhaupt die Möglichkeit da, so wie Elmar das auch eben begründet hat im Kapitalismus, wenn es einfach nur eine Produktion gibt, die sich daran orientiert, dass der einzelne Kapitalist sein Kapital verwerten und reinvestieren und einen Mehrwert schaffen will, den er dann selber wieder in eine höhere Stufe der Produktion investiert und auch die Konkurrenz ihn dazu treibt, dass er das tun muss, dann ist es nicht möglich, dass man eben ja, naturschonend, ressourcenschonend und so weiter damit umgeht. Im Sozialismus hätte man die Möglichkeit, das zu tun. Was ich aber auch noch eine interessante Frage fände, wäre, wenn wir sagen, was können wir denn jetzt heute tun? Und ich glaube, dass man allein im Beispiel Deutschland auch sehen kann, dass wir was tun können. Also es gibt eine Umweltbewegung oder gab immer mal wieder größere Umweltbewegungen und die haben ja durchaus was durchgesetzt. Also beispielsweise sind die Flüsse heute sauberer als vor 30 Jahren. Oder es gibt andere Punkte, in denen eben von unten Druck gemacht werden konnte darauf, dass man auch was verändert. Und dass das Ganze aber auch schlechter laufen kann. Also beispielsweise guckt man nach Peking, wo man irgendwie ohne Mundschutz kaum atmen kann oder so. Dann sieht man, dass es darauf ankommt, auch was so der gesellschaftliche Druck von unten und so ausrichtet. Und meine Frage noch an dich, Elmar, wäre, inwiefern du denn glaubst, dass im Kapitalismus selber gibt es ja trotzdem irgendwie, also der einzelne Kapitalist, der in Konkurrenz steht, der achtet nicht darauf, ob er den Fluss verschmutzt oder nicht. Aber es gibt ja den Staat, der irgendwie, also laut Marx, so der ideelle Gesamtkapitalist ist, also der schon ein Interesse daran hat, das ganze System auch langfristig aufrechtzuerhalten, sei es auch nur eben um der Kapitalakkumulation willen. Aber der interveniert ja auch, um dieses System selber zu schützen. Also wenn jetzt in Peking noch mehr Leute Auto fahren und man dort irgendwann gar nicht mehr leben kann, müsste der chinesische Staat ja auch, wenn es keinen Druck von unten gibt, eingreifen und irgendwelche Umweltschutzmaßnahmen ergreifen. Ich glaube halt, das Problem bei dem Ökologie-Thema ist, dass es... Ja, ich habe es verstanden. Okay. Gut, dann als nächstes da vorne ein Weißen Hemd. Ganz hinten. Die Ausrufezeichen hinter dem Ja auf die Frage, ob Marx und Engels uns den Ursachen der ökologischen Krisenfrage weiterhelfen, kommen mir so ein bisschen vor wie die Entdeckung eines Christenmenschen mitten im Krieg, das ist ja die Bergpredigt gibt. Während die Umgebung ganz anders ist. Dann hat er recht wenig davon, dass es Jesus mal gab, der sagte, haltet doch auch noch die linke Backe hin. Was ich damit sagen will, die Antwort, also sozusagen das theoretische Highlight, was jetzt auf den Doppelcharakter der Ware gelegt wird oder der Produktion, scheint mir sozusagen theoretisch ein bisschen kurz gesprungen zu sein. Es klang ja schon so in verschiedenen Beiträgen an. Also wegen DDR war ja sozialistisch auch immer, aber überholen oder einzuholen war ja auch sozusagen ein geflügeltes Wort, was einen Teil des Denkens beleuchtet, der mir hier völlig unterbelichtet zu sein scheint, nämlich welche Schubkraft kommt denn eigentlich aus den Konsumbedürfnissen der Menschen in das System hinein, egal ob das jetzt kapitalistisch heißt oder sozialistisch heißt. Ja, und irgendwie ist das Ganze ja auf einer Theorieebene noch sowas wie ein nachholender Bruderkampf auf der Titanic, zu sagen, mit dem sozialistischen System ging das Ganze besser. Gut, danke. Dann als nächstes hier vorne. Also mir war nicht ganz klar, wie so der Zusammenhang mit dem Doppelcharakter, den
Den habe ich nicht ganz verstanden, weil ich sehe irgendwie, erstmal also alle physikalisch das sind irreversibel, das ist richtig. Sie ja so oder so, also egal wie man jetzt wirtschaftet. Und dann, ja klar, das Kapital, das ist das Reversibilität, das sehe ich jetzt, das verstehe ich nicht. Aber erstmal, ich würde unterschreiben, dass im Sozialismus einfacher ist, sozusagen das Ganze umzubauen, weil man hat auf der Gebrauchswertseite keinen, muss nicht mit dem Widerspruch kämpfen zur Verwertung. Allerdings, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es im Kapitalismus nicht möglich ist. Also irgendwann schon. Aber das kann sein, dass das noch einige tausend Prozent oder sonst noch ein Wachstum anholt, bis wirklich die Ressourcen der Erde problematisch werden. Weil ich meine jetzt mit den jetzigen Materialien mag das so sein. Nur jetzt die Erde ist ja nicht wirklich ausgeschöpft. Wenn die ganze Erdkruste besteht aus Unmengen von, weiß ich, Milliarden Tonnen von Materie. Und man kennt auch schon Technologien wie Solartechnik oder auch Kernfusion vielleicht in 50 Jahren, die Energiemengen bereitstellt, die enorm sind. Und Kernfusion ist theoretisch auch endlich, aber das dauert wirklich Ewigkeiten. Und die Solarzellen, wenn die zu Ende sind, dann sollen sie sich nicht mehr kümmern, wenn das ausreicht. Also ich finde, das ist eher eine empirische Frage. Also ob jetzt wirklich zum Beispiel durch hartes Eingreifen vom Staat oder sonst was, eben für alle Kapitalisten, wenn man da Regelungen schafft, die eben die ökonomische Maßstäbe geben, dann hat kein Kapitalist mehr einen Nachteil in der Konkurrenz. Und da sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt ein System darstellen muss. Ich würde sagen, das ist ein Argument, das man zusätzlich geben kann. Das ist einfacher, das ist deutlich einfacher im Sozialismus, aber da sehe ich jetzt keine so logische Zwangsläufigkeit drin. Okay, danke. Dann als nächstes. Ja, noch, ich hinge etwas hinterher. Noch etwas gegen den Vorwurf, dass in der DDR ein grauenhaftes ökologisches Erbe gab. Ich halte fast dafür, dass es um biedermeierliche Zustände ging, in einer relativ geordneten Welt. In Teilbereichen, Verkehrspolitik, Abwasserpolitik, war die DDR vorbildlich. Und das, was wir jetzt in den Finanzen, in der Militärpolitik, äußere Kriege, ist erst möglich geworden, dadurch, dass das System so zerbrochen ist. Also wir wünschen mir manchmal die geordneten Zustände der DDR zurück. Ja, danke, dann direkt. Ja, zu dem, was du gesagt hattest, Techniken wie die Kernfusion, wo wird so sowas geforscht? Das ist Europa, das ist die USA, was weiß ich, Japan. Und wenn herausgefunden wird, dass diese Technik so wahnsinnig toll ist, wird die dann verschenkt? Was ist mit den globalen Süden, mit den Schwellenländern? Wird denen dann die Technik zugänglich gemacht? Die Ressourcen, die es braucht, um neue Kraftwerke zu bauen? Gerade das Beispiel in China, die vertreten die Position, dass sie wegen ihrer verzögerten Industrialisierung das Recht haben, jetzt auch zu verschmutzen. Weil das Europa, weil das die USA über Jahrzehnte gemacht haben. So. Wie stellst du dir das vor, dass diese Technik dann auf einmal für alle zugänglich wird und auch von allen genutzt wird? Das sehe ich. Das sehe ich unverständlich. Ja. Ich würde erstmal dazu sagen, dass China, was so nachhaltige Energiewirtschaft betreibt, eigentlich Vorreiter ist. So. Und immer dieser westliche Finger, ey, hört auf so dermaßen viel CO2 in die Atmosphäre zu pumpen und so und wird auch das rechtfertigen, dass ihr die Nachzügler seid. Das ist sehr bevormundender und Ansatz. Am Anfang muss man sich einfach selber in die Nase greifen und solange man nicht Alternativen schafft, so, die im großen Maßstab produziert werden können, sollte man damit jetzt nicht immer auf China und Indien und die ganzen Staaten zeigen und sagen, macht es anders als hier. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, die Systemfrage, die Sie stellen, ich finde, da gibt es immer so eine Unvereinbarkeit. So auf der einen Seite kann man sagen, wir gehen evolutionär vor, wir sagen, oder böse Zungen würden sagen, kosmetisch vor, so, das heißt, wir schaffen erstmal so nachhaltige Formen der Energiegewinnung, so, und so weiter und so fort.
Andere werden sagen, ey, das macht den Kapitalismus nicht anpassfähiger. So. Wir müssen grundlegende Formen neuen Denkens, neuen Wirtschaftens finden. Und die eigentliche Frage besteht dabei, wenn wir warten, bis die Systemfrage, bis diese, also Revolution will ich es ungern nennen, aber bis dieses fundamentale Änderung kommt, ob man einfach warten kann, solange bis noch weiter Kollateralschaden, bis es dann halt sich anbaut, so bis, also wenn Sie sagen, Systemfrage, so stelle ich mir die Frage, können wir so lange warten, wollen wir so lange warten, bis systematische Änderungen... Nein, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, der ist schon längst eingeleitet. Also. Evolutionär. Darf ich noch? Nee, also gern gleich. Ja, ja. Gut, ich würde dann noch. Also, ich würde dann jetzt noch die Meldung dran nehmen und euch bitten, euch kurz zu halten. Und dann die Redeliste schließen. Also, ja, sonst tun wir das mal. Das ist eine politische Frage, weil bei den ökologischen Aspekten von Marx fällt immer auf, dass es da eigentlich die japanische UNO-Schule immer gegeben hat, also die marxistische UNO-Schule, die Gebrauchswerte im Zentrum ihrer ganzen Dialektik genommen haben und auch sogar ein paar Unänderungen in den Kapiteln von Marx vorgenommen haben. Und es ist ja nicht nur, das war so ein Ende der 50er. Ende der 40er, Anfang 50er Jahre, weil da gibt es auch Schüler, Thomas Sekine und jetzt auch Veröffentlichung von John Ball und weiter. Ob das vielleicht noch eine theoretische Anreicherung wäre, also die jetzt in Toronto beheimatet sind, um da vielleicht noch weitere Erkenntnisse über Gebrauchswerte, also der Jan Hoffmann, der hat da mal drüber gestimmt. Aber weil ich selber kein Akademiker bin, ist das ganz einfach die Frage, diese japanisch, also ursprünglich japanische Schule mal noch einzuziehen, weil die, soweit ich jetzt gelesen habe, sehr früh schon zu dieser Aufgeblähtheit des Kapitalismus, also was wir heute als Realwirtschaft sehen, haben die schon immer insofern als über die fossile Energie einfach sehr viel skeptischer gesehen. Also dieses ein spekulative Element, was da drin ist. Und das wäre vielleicht noch eine interessante zusätzliche. Gut, vielen Dank. Dann du. Ja, ich würde vielleicht sagen, dass ich es cool finde, dass überhaupt eine Veranstaltung stattfindet, weil das Philipp das so in sozusagen sozialistisch-franzistischen Kreisen teilweise auch ein bisschen belächelt wird, so, wenn so die ganzen Umweltthemen und so quasi das dann nicht so diese. Eben, dass es eigentlich nicht so stark integriert ist in der politischen Praxis und auch Theorie, aber es kommt eher und immer mehr. Und mir ist manchmal ein bisschen so geht, wie der Mädel, die gerade vorher geredet hat, dass ich mir auch denke, so, ich glaube eigentlich dran, dass wir die Revolution, also ich nenne es gerne Revolution, dass wir das irgendwo noch hinkriegen, nur ob uns die Erde halt noch genug Zeit gibt, dass wir es schaffen, ja? Weil es halt echt so irgendwie ein schmaler Grat ist. Die Sache ist halt, also so wie. Da geht Kapitalismus sich ja seine eigenen Gräber, quasi seine eigenen Totengräber auch schaffen. So finden die Menschen ja auch genauso kreative Art und Weise, wie sie da auch, also auf der einen Seite das Symptom behandeln, auf der anderen Seite halt wirklich auch Alternativen finden, wo ich mir dann zum Beispiel überhaupt nicht die Frage stelle, wie kann man es nachher ausschauen und ist das denn überhaupt ökologisch und ist das in dem Sinn? Natürlich kann keiner garantieren, dass jetzt all unsere Grundsätze irgendwie nach einer Revolution durchgesetzt werden würden und die dann super toll auf die Umwelt achten würden. Aber genau dieser Druck, der dann eben weg ist, so die Konkurrenz und die sind irgendwie auf Massen und so viel wie möglich und so weiter, ich muss das mehr nicht ausfischen, weil ich schau mal, wie viel wir heute brauchen. Und ich muss nicht alles zubauen mit irgendwelchen Pestiziden, weil wir haben genug Flächen, wir haben genug Leute. Also da würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen, das Blut ja dadurch förmlich, was da irgendwie an CSAs und Foodcrops und solidarische Landwirtschaft und was weiß ich nicht alles ist ja voll im Aufkommen hat. Und eben weil auch also viele Freunde von mir haben zu studieren und sich damit beschäftigen und das eben immer so ein bisschen abgetan wird, auch wie die Ökos und die Hippies und die Hippies. Und irgendwie ein Freund von mir dann, also ein Genosse aus Wien,
in dem Angebot, sollen sie nicht machen, weil es nach der Revolution noch mehr auch Leute, die sich damit wieder auskennen, weil die Landwirtschaft wissen, wie sie das machen. Und das war irgendwie ganz witzig, aber es war für mich schon so ein Idee, voll. Also das ist echt super, was irgendwie schon passiert. Und das ist was ganz, ganz Grundlegendes, wir müssen alle essen. Und dass das irgendwie automatisch auf dieser diese lokale Basis und die organisierte Sache eigentlich automatisch darum hingehen wird, dass wir es möglichst unaufwendig und ressourcenschonend machen werden. So wie Kuba zum Beispiel dazu gezwungen wurde, weil sie nicht importieren konnten, das quasi eine ganze Bio-Insel ist, ja, war quasi aus der Not heraus, weil es nicht so gut ideologisch, aber eben, okay, was haben wir, was machen wir jetzt, damit das wird funktionieren. Gut, vielen Dank. Dann tut mir leid, die Rednerliste ist schon geschlossen. Dann als letzten Beitrag. Nee, erst war der letzte auf der Liste. Es ging an die Frau daneben. Wie man sich das so klassentheoretisch denken kann, bei dem ökologischen Umbau. Kannst du etwas lauter sprechen? Ja, wie man sich das, also wie man denn die Klassenfrage da reinbekommt, also auch die Subjekt der Veränderung hin zu so einer ökologischen Transformation. Weil bei der Arbeit hat man halt dann, oder hat man halt den, ja, sag ich mal, den Vorteil, dass man halt Ausgebeutete hat und eine andere Menschengruppe, die halt ausbeutet. Und da hätte man halt irgendwie da das Objekt. Aber jetzt bei gegenüber in den Naturverhältnissen hat man ja eben einfach Natur und irgendwie die Menschen. Und man spricht ja irgendwie also es kommt mir so vor, man spricht ja irgendwie so alle Menschen an. Die müssen jetzt was verändern in ihrem Zusammenleben. Aber ist das hat auch ein bisschen mit dieser Staatsfrage zu tun. Ja? Also wie ist es denn dann denkbar und welches Subjekt tatsächlich der Veränderung sieht man denn dann? Oder gibt es denn in deiner Theorie? Ja, gut. Vielen Dank erstmal für die Fragen und die Beiträge. Das Schlusswort. Also er erwartet hoffentlich nicht, dass ich jetzt auf alle Kommentare und Fragen und so erschöpfend Antwort gebe. Das kann ich nicht, einfach weil man natürlich auch bei vielen Fragen auch selber noch gehörig nachdenken muss, um eine vernünftige Antwort zu geben. Und zum anderen war das wirklich sehr, sehr kompliziert und sehr viel. Fange ich mal bei der letzten Problematik an. Was ist da die Klassenfrage nicht irgendwie vernachlässigt oder so, könnte man es vielleicht ausdrücken. Vielleicht, aber es kommt darauf an, wie man die Klassenfrage definiert. Definiert man sie so wie Marx in Lohnarbeit und Kapital als Gegensatz Kapital und Arbeit, oder definiert man die Klassenfrage so wie Engels in seiner Geschichte der Lage der arbeitenden Klasse in England von 1844. Nicht die Probleme der Arbeiterklasse in England nach Engels waren auf der einen Seite natürlich die ökonomischen Bedingungen, die Arbeitsverhältnisse, die Lohnverhältnisse, die Einkommensverhältnisse und dergleichen mehr, und auf der anderen Seite die Umwelt. Wer also über Umwelt und die Bedeutung für die Arbeiterklasse studieren will, sollte mit dieser Schrift von Engels, mit diesem Buch von Engels von 1844 anfangen, nicht mit dem Kapital. Obwohl man im Kapital von Marx, im 13. Kapitel vor allen Dingen auch sehr viel eben ökologische Bedingungen für die Lebensverhältnisse der Arbeiterklasse findet. Nicht die verschmutzten Gewässer, der Lärm, die verpanschten Lebensmittel, die Lebensmittelskandale, nicht? Und tausend andere Sachen, die schlechte Luft in London, das war schlechte Luft, das war noch nicht der Klimawandel, das war für die noch gar kein Thema. Nicht? Der Klimawandel ist erst so 1897, glaube ich, war es, so einem schwedischen Chemiker Arrhenius überhaupt erstmal thematisiert worden, dass CO2 Klimawandel verursacht und so. Das wussten die noch nicht so alles, konnten sie nicht wissen. Das ist der Unterschied, 19. und 21. Jahrhundert, aber die ökologische Frage für die Klassenfrage war Engels und Marx sehr bewusst. Und das ist leider
in der sozialistischen Bewegung dann ein bisschen verloren gegangen, nicht? Durch die Konzentration auf das, was als Klassenfrage bezeichnet wird, nämlich so die Machtverhältnisse zwischen Lohnarbeit und Kapital und die Vermittlung durch den Staat als Klassenstaat und dergleichen mehr. Und dabei ist eben genau diese Naturfrage als bedeutungsvoll für die Klassenverhältnisse und auch für die Klassenkämpfe dann so in den Hintergrund geraten. Und das müssen wir ändern, unbedingt. Und wer das also auch sozusagen vom theoretischen Ansatz her ändert, sind eine ganze Reihe von amerikanischen Marxisten. Nicht? In den USA gibt es in den 80er Jahren, 86 glaube ich war es, eine neue Zeitschrift gegründet worden mit dem Namen Capitalism, Nature, Socialism, CNS, nicht? Kapitalismus, Natur, Sozialismus. Und der Eröffnungsaufsatz, der ziemlich bekannt geworden ist, von Jim O'Connor, der thematisiert die Second Contradiction, die zweite Widersprüchlichkeit in den Klassenverhältnissen. Die erste ist diejenige zwischen Lohnarbeit und Kapital, so direkt als Machtbeziehung, Machtverhältnis, nicht? Und die zweite Widerspruchsebene ist diejenige vermittelt über die Naturverhältnisse. Denn die Menschen leben alle, notgedrungen, wir alle, in Naturverhältnissen, die werden beeinflusst vom Kapital, und wenn wir Klassenkampf betreiben, wenn wir das Kapital versuchen, zu was zu bringen, dann wollen wir auch, dass die Naturverhältnisse verändert werden, dass die Natur gebessert wird, dass bestimmte Kosteneinsparungen, die das Kapital natürlich macht, die wir als externe Effekte bezeichnen, eben nicht mehr statthaft sind. Wir brauchen dazu vielleicht auch den Staat, aber wir machen auch unsere Demonstrationen und wir verhindern auch einiges direkt und so weiter. Also wir müssen diese Widersprüchlichkeit auch in unsere Strategien wieder mit aufnehmen. Mehr als das also in den vergangenen 100 Jahren vielleicht der Fall gewesen ist. Und das erfordert auch entsprechende Theoriearbeit, damit wir das zusammenzubringen verstehen, was zusammengehört. Ne? So, das zum Ersten. Das Zweite, DDR und die Eigentumsfrage. Die DDR lehrt eines auf jeden Fall, dass die Eigentumsfrage nicht die allein entscheidende ist. Die ist wichtig, ohne jede Frage. Und wir dürfen sie nie vergessen, es geht auch um die Eigentumsfrage. Aber es geht nicht nur um die Eigentumsfrage. Und mit der Vergesellschaftung oder Verstaatlichung oder Vergemeinschaftlichung in Genossenschaften, Produktionsgenossenschaften, wie auch immer, lösen wir die Probleme nicht unbedingt. Es kann wichtig sein, kann sinnvoll sein, da gibt es tausend Beispiele dafür, aber es reicht nicht aus. Nicht? Wir müssen also etwas ändern. Und ein bisschen zugespitzt und verkürzt gesagt würde ich also meinen, nicht der Kapitalismus kann wunderbar leben, als ein fossilistisches System. Man kann sogar sagen, als der Übergang zu den fossilen Energieträgern Ende des 18. Jahrhunderts stattfand, in der industriellen Revolution, da blühte der Kapitalismus erst richtig auf. Frage, ist es möglich, weil das auch angesprochen wurde, ist es möglich, dass ein Kapitalismus auch ohne fossile Energieträger existiert? Es hat einen Kapitalismus vor dem fossilen Zeitalter gegeben. Der Kapitalismus ist älter, entstand im 13. Jahrhundert in den italienischen Städten. Die waren nicht fossilistisch. Aber seinen Aufschwung, seine Dynamik hat er durch die fossilen Energieträger erlebt. Und das kann man auch nachweisen. Nicht? Es gab zum Jahrtausendwechsel 2001 ein Buch von der OECD herausgegeben, ein Millenniumsreport. Da wurde mal das Wachstum vom Jahre Christi Geburt bis heute mal kalkuliert, kann man drüber lachen, ist auch irgendwie lächerlich, aber dennoch ein bisschen plausibel ist es schon. Ja. Was da herausgekommen ist. Nämlich, dass das Wachstum eigentlich erst mit der industriellen Revolution richtig begann. Seitdem gibt es jährliche Wachstumsraten von 2,1% in realen Größen pro Nase und im weltweiten Durchschnitt. Und dann gibt es einige Regionen, wo es schneller war und in anderen war es dann langsamer und so weiter und so weiter. Aber erst seit dieser Zeit gibt es solche Wachstumsraten, die bedeuten 2% Wachstum pro Jahr und Nase, dass innerhalb einer Generation, nämlich innerhalb von 30 bis 35 Jahren, sich das Pro-Kopf-Einkommen verdoppelt. Das hat es in der ganzen Menschheitsgeschichte zuvor nicht gegeben.
Und dennoch war ein Teil dieser Menschheitsgeschichte auch kapitalistisch, nämlich seit dem 13. Jahrhundert in England. Aber die Dynamik, die kommt von der industriellen Revolution und von der Nutzung der fossilen Energieträger und der diesen Energieträgern angemessenen Technologie. Und das sagen dann auch diese Leute, die vom Anthropozän sprechen. Die sagen, das begann also eigentlich mit der industriellen Revolution. Und dann gab es noch mal eine Beschleunigung nach dem Zweiten Weltkrieg mit der neuen Technologie, dieser neuen industriellen oder postindustriellen Revolution im Fordismus. Und das kennt ihr ja alle, diese Debatte. Das war noch mal eine Akzeleration, noch mal eine Beschleunigung dieser erdgeschichtlichen Veränderung. Also der Kapitalismus existiert mit dem Fossilismus, geht da eine Ehe ein und die ist glücklich, bis einer dieser beiden Partner eben stirbt. Der Kapitalismus wird entweder abgeschafft durch die revolutionäre Tat oder aber durch andere Entwicklungen, evolutionäre Entwicklungen, und der Fossilismus wird abgeschafft dann, wenn die fossilen Energieträger vorbei sind. Und das ist absehbar, denn der Peak Oil, Peak Coal und so weiter ist bereits erreicht bzw. überschritten, das weiß man nicht so ganz genau, aber es dauert nicht mehr so lange. Und es gab mal vor ein paar Jahren so eine große zweiseitige Anzeige in der Financial Times von Chevron, die lautete, nicht die erste Hälfte des Öls von Chevron, die erste Hälfte der Ölvorräte haben wir in 130 Jahren verbraucht und die zweite Hälfte werden wir in 30 Jahren verbrauchen. Denn dann kommt nämlich das hinzu, was auch angesprochen worden ist, dass natürlich neue Nachfrage auftreten. Die Schwellenländer, die alle Öl wollen, weil sie unserem Lebens- und Produktionsmodell nachfolgen, und das ist fossilintensiv. Und dann geht das alles schneller. Also wir müssen uns auf einiges gefasst machen. Der Sozialismus hingegen kann nur existieren, wenn er nicht fossil ist. Und das ist, glaube ich, eine der Lehren aus der DDR. Die haben versucht, auf der fossilen Entwicklungsbahn, nicht einholen und überholen, oder wie Ulbricht gesagt hat, oder man unterstellt ihm, dass er es gesagt hat, ich weiß nicht, ob das so der Fall ist, nicht überholen ohne einzuholen. Nicht, aber auf der Entwicklungsbahn, die der fossile Kapitalismus vorgegeben hat, gleiche Technologien, nur besser, Produktivkräfte entwickeln, bloß schneller und besser, als das der Kapitalismus gemacht hat. Ansonsten bleibt, als hat doch keiner das fossile Modell in Frage gestellt, nicht, oder das industrielle Modell. Das ist nie in Frage gestellt worden und das war der große Fehler. Daran ist der Sozialismus auch kaputt gegangen, dass er auf der gleichen Entwicklungsbahn wie der Kapitalismus das machen wollte, und diese Ehe zwischen Kapitalismus und fossilem System, die funktioniert. Eine Ehe zwischen Sozialismus und Fossilismus, die scheitert. Und das ist die Lehre aus 1989. Und die Konsequenz für uns lautet dann, wenn wir Sozialismus wollen, wenn wir Frieden wollen, wenn wir besser zusammenleben wollen, wenn wir nachhaltig mit der Natur umgehen wollen, wenn wir soziale Gerechtigkeit walten lassen wollen, dann müssen wir einen nicht fossilen, das heißt einen grünen Sozialismus aufbauen. Das ist unsere Zielvorstellung, die sich daraus ergibt. Und alles andere bedeutet, das, was die Zielvorstellung ist, dann durchzudeklinieren auf tragfähige und machbare Aktionen heute und morgen und übermorgen. Und da sind wir bei dem, was ich auch noch kurz sagen wollte. Zukunftsvisionen wurden angedeutet. Das ist so eine Zukunftsvision, die ich jetzt genannt habe. Die muss man natürlich jetzt klein zerkleinern, damit sie handhabbar überhaupt ist. Da sind wir bei dem, was man manchmal erinnern muss. Weil heute, vor genau 100 Jahren, nicht? Am 10. Mai ist Robert Jung geboren. Die meisten werden den Namen gar nicht mehr kennen, die Älteren vielleicht noch. Er hat eine ganz große Rolle gespielt, also nach dem Zweiten Weltkrieg, 50er, 60er, 70er Jahren. Er ist 1994 gestorben, also vor 20 Jahren, auch ziemlich genau vor 20 Jahren. Und er hatte also auch immer diese These vertreten von den Zukunftsvisionen. Sein letztes Buch, das ist posthum erschienen, also gerade in diesen Tagen, ich bin gleich fertig,
also das ist posthum erschienen, in diesen Tagen, nicht, das heißt das Sonnenbuch. Er hat also ein Buch geschrieben, das vielleicht auch alle irgendwie mal davon gehört haben, der Atomstaat. Nicht? Das war eine Anklage der friedlichen, sogenannten friedlichen Nutzung der Atomkraft. Er hat auch heller als 1000 Sonnen über Nagasaki und Hiroshima und die kriegerische Nutzung der Atomkraft Bücher geschrieben, die also in viele Weltsprachen übersetzt worden sind, die Millionenauflagen erreicht hatten in den 50er und 60er Jahren. Und er war auch wichtig für die politische Entwicklung in dieser Phase. Und dann hat er also den Atomstaat 1977 geschrieben, als die Anti-Atom-Bewegung in Deutschland begann. Damals begann sie ja erst. Und seine These war, in dem Atomstaat nicht, wir dürfen diese Atomenergie nicht entwickeln, nicht nutzen, weil sie die Demokratie kaputt macht. Ist nicht nur die Abfälle und so weiter, das wissen wir alles, nicht nur die Verbindung von friedlicher zu kriegerischer Nutzung der Atomkraft entscheidend, sondern sie macht auch die Demokratie kaputt, weil nämlich die Abfälle überwacht werden müssen, nicht, und die Anlagen bewacht werden müssen, die Proliferation verhindert werden muss. Alles erfordert einen autoritären Staat. Und wenn wir die Demokratie verteidigen wollen, brauchen wir auch eine Energie, die demokratisch ist. Und diese Energie, die demokratisch ist, das hat er in seinem posthum erschienenen Buch über den Sonnenstaat eben deutlich gemacht. Und andere haben das natürlich auch getan. Nicht, das sind die erneuerbaren Energieträger, nicht die Sonnenenergie. Daher heißt das Buch auch das Sonnenbuch, nicht die Sonnenenergie. Wir müssen also das Energiesystem, das der Kapitalismus geschlossen hat, die Fossilen holen wir aus der Erde selbst und die Abfälle bleiben auch in der Erde. Wir müssen das Energiesystem der Erde wieder öffnen zur Sonne hin. Das ist die einzige Lösung, die uns bleibt. Und diese Lösung ist nur erreichbar, indem wir auch unsere Lebensweise, die Produktionsweise umbauen und dabei auch die Eigentumsfrage natürlich stellen. Und deswegen ist das also auch ein Anlass, um wieder die Sozialismusfrage aufzugreifen. Da muss man natürlich aus den Erfahrungen der DDR unbedingt lernen, das ist ganz klar. Vielleicht auch was Positives da herausholen, das ist überhaupt gar keine Frage. Da gab es auch positive Entwicklungen, nicht? Aber wir müssen auch wissen, dass wir so, wie der Realsozialismus des 20. Jahrhunderts vorgegangen ist, nämlich auf dem fossilen Entwicklungspfad eine Alternative, eine sozialistische Alternative zum Kapitalismus zu entwickeln, dass das gescheitert ist und dass ein Sozialismus des 21. Jahrhunderts unbedingt ein grüner Sozialismus basierend auf erneuerbaren Energieträgern sein muss oder es wird kein Sozialismus sein. Das ist, glaube ich, die Schlussfolgerung, die wir ziehen müssen und an der müssen wir weiterarbeiten. Nicht? Das ist die Vision, die wir für die Zukunft mit uns nehmen müssen.